Ja, das, da vorne riecht es auf jeden Fall nach Gefahren. Okay, dann gehen wir natürlich dahin. Wir haben eigentlich wirklich schon die meisten Sachen abgesucht, also glaube ich nicht, dass sie etwas Wichtiges verfehlen. Okay, bis gleich, nein. Also dann, da gibt es ja erstmal noch ein paar weitere Gegner zu besiegen und dann sind wir wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Zumindest gibt es keine Abzweigung mehr. Und ich habe ein Stinktier zusammengetan, ich bin so ein wahnsinniges Schwein. Das muss gleich wieder ausradiert werden. Hauptsache, ich treffe noch alle anderen im Hintergrund mit. So. Okay, weg mit dir. Ja, ich denke, mit Eisen kann man eigentlich sehr viel abräumen. Ich habe sogar das Gefühl, der ist inzwischen sogar viel besser als Velvet. Aber das ist natürlich wieder Meinungssache hier, ne? Sehr gut. Aber die XP sind mir immer noch hier wert. Also werde ich auf jeden Fall hier noch ein paar weitere Gegner zusammentun. Und wir fangen mit dir und nicht mit dem Stinktier an. Und mit dir auch. Komm. Okay. Unsere Mystic Arts fühlt sich aber wirklich sehr, sehr schnell wieder auf. Davon kann ich nur profitieren. Aber diese Stinktiere sind einfach meine Erzfeinde in diesem Level geworden. Das glaube ich doch nicht. Noch nie habe ich mich über Stinktiere wie euch hier aufgeregt, ey. So. Hauptsache, wir radieren einfach mal schnell alles aus. Die sind auch wieder richtig on fire hier. Helft mir! Danke! Ich muss ja echt die ganzen Gegner hier ausschalten. Ich glaube, der ist sogar vergiftet, oder? Bin ich vergiftet? Ich glaube, ich bin vergiftet. Zumindest sehe ich dieses Giftzeichen schon wieder um mich herum. Alter, wie viele sind hier denn noch? Kann ich doch nicht glauben hier. Okay. Oh, sehr gut. Wir kommen sogar echt noch auf Level. Warte. Warum kriegt Liveset jetzt schneller ein Level up als Velvet? Da ist was Böses im Busch. Da ist was Böses im Busch. Kate believed es. Ah, aber okay. Da scheint auf jeden Fall noch eine Truhe zu sein. Die mache ich zuerst auf, bevor mir die Barriere sagt, jetzt kannst du die Truhe nicht mehr aufmachen. Weil das wäre dann die Betrugssituation hoch 73. So, wen magst du aus Dragon Ball? So von den ganz normalen Karten her, nach wie vor immer noch Gohan. Ich bin wirklich ehrlich gesagt ein Gohan-Fan. Aber ich mag die Teen-Version einfach mehr als diese ältere Version. Weil in Teen war er einfach so ein richtiger Badass und in seinem älteren Zustand kann ich das einfach nicht erkennen. Sieht einfach dann nicht so danach aus. So, wir scheinen endlich unser Ziel erreicht zu haben. Na endlich, dann haben wir wieder einen weiteren Meilenstein in diesem Spiel erreicht. So, dann speichern wir natürlich ab und stellen uns der Gefahr. Am besten wieder auf die Fall da unten. Haben da schon lange nichts mehr sitzt. Vor allem da auf Level 19, was brauchen wir da schon was? Binback, Essen ist schon was Tolles. Ja klar, welcher Mensch würde bitte ohne Essen leben wollen? Du könntest dich natürlich auch in Velvet Situation begeben und Gomas essen mit deinem Arm. Wenn du so einen Arm hättest. Also dann bin ich mal gespannt, wo die Blumen sind. この先色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか。今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。
それとお前は趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。クリアが言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？めったに出会わないと言っていたのに、これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界！これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて、一体何のために。何にせよこの空飛ぶ虫を倒さぬとサルトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる、やるわよ。Okay, langsam muss ich mir echt mal darüber Gedanken machen, warum hält man Gomas fest? Das ist genau wie letztens, als wir in der Villa des einen Priester-Dings da waren. Heilige Scheiße, jetzt hinterfrage ich langsam sowas wirklich. So, dann will ich mal schnell schauen, habe ich irgendeine... Nee. Wir gehen einfach YOLO da rein. Kann ich nicht einmal eine vernünftige Attacke einsetzen? Danke. So, hoffentlich hält die Kette. Sehr gut. Wobei ich ein bisschen mehr Damage erwartet hätte. Oh Gott, nein, nimm mir nicht meine Seele weg. Und er kackt wieder Bomben raus. Okay, so komme ich auch nicht weiter. So. Ich denke, damit habe ich jetzt schon was gebracht. Nein, ich will wieder nochmal mit Stormblast hier ankommen. So. Okay, Lifeset, walte deines Amtes. Oh oh. Okay, ich glaube, er hat sogar eine Seele verloren. Sehr gut. Und das war wieder so eine blasse Situation. Das ist genau wie mit diesem letzten Schubser von Shigure. Oh, gib mir die Heilung. Wir haben ihn gleich down. Komm schon. Ein bisschen mehr Damage. Oder noch mehr Hilfe von Magie. Komm mal her. Okay. Ach, hör doch mit dem Dreck auf. Komm, komm, Air Thrust. Ach, komm schon. Nicht einmal Air Thrust. Jetzt fühle ich mich betrogen. Ah, es heißt Stone Edge. Ich dachte, es hieß Stone Blast. Nein! Rühr Lifeset nicht an! Kriegst du es mit mir zu tun, Bitch! この虫連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。自分で世話をするのよ。うん、世話する。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。
海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人？呪いで死んだ仲間の数だ。私、気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。Wir behalten ernsthaft ein Insekt. Ich fühle mich langsam ein bisschen dumm hier. Aber wir kriegen nicht mal XP, was soll das? Ich fühle mich betrogen. Mensch. Aber immerhin ist die Expedition zurückgekehrt. Das sind Beetles. Stag Beetles. So, Expedition. Und natürlich lassen wir sie weiter schwimmen. Eisen ist der Miesepeter. Nun, er ist halt ein Pirat, was erwartest du? Er bleibt nur realistisch. Okay, so, nachdem wir jetzt hier unsere Action wieder mit Eisen hatten, wird es auch mal langsam wieder Zeit, Bakat hier rauszuwechseln. So. Mit diesem Team, latschen wir jetzt mal wieder ganz normal rum. So, Velvet, long time no use. Bin mal wieder gespannt. So, die Wasserschlangenwelle ist sogar schon, ja. So, diese Swallow Dance habe ich jetzt ja schlecht schon überall hingelegt. So, aussteigender Drache scheint ein fester Angriff zu sein. Lass ich mal drin hier. Wo war nochmal, da, dieser Schlackenangriff. Den würde ich mal gerne irgendwo prüfen. Den packen wir mal. Das ist echt eine gute Frage, weil ich bin eigentlich mit meinem Muster zufrieden hier. Pack mir einfach so ein Solo-Dance weg, komm. So, Schlackenangriff. Bin mal gespannt, wie das aussieht. So, mit welcher Tastkombination würde ich die ausführen? Fierk, muss ich mir merken. So. ライフセット。ベルベットってどういうゴーマなのですか？それは、弱点を探ろうとかじゃなくて、 純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え？ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか？当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもギデオン司祭の例もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても死体なんだが、常識だったのか？海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を勝てるとは非常識なタイマシじゃの。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。 Das belangt nicht deines Interesses, also bitte hör auf nachzuhaken. Velvet ist Velvet.Und auf der englischen Bezeichnung anscheinend, was sie eigentlich laut Artorius ist sie ein Firion. Was doch immer ein Firion ist, also natürlich ein Dämon, der sich von anderen Dämonen ernährt, aber... Ich weiß nicht, mit so einer Aussage fühle ich mich nicht wirklich zufrieden. Und ich kann schon nicht zurückkehren, das heißt, auf dem Weg wird uns etwas passieren. Aber wo? Ich muss das mal nachgucken. Ja, ich will ja zurückgehen. Warum kann ich mich nicht wegporten? Das Spiel erlaubt es mir nicht. Das heißt, irgendwas passiert gerade. Oder muss passieren. Na dann hoffe ich mal, dass es nicht mir so ergehen wird. Denn der Ausgang ist ja eigentlich auch wieder zum Greifen nah.
Sofern ich den einen Hebel da wieder umlege, der da hinten ist. Oh, aber wir haben Katzenseelen hier. Und sogar eine gute Truhe, okay. Okay. Die nehmen wir natürlich mit Freude an. Eine gewisse Schockwehr wurde hier... Nein! Also, wenn ich ja was gelernt habe, dann sind es nicht wieder gegen Stinktiere zu kämpfen. Aber langsam zeigen sich diese ganzen Teleporte. Warum fällt mir gerade auf, diese Barrieren sind nicht mehr da? Aber die Teleporte irgendwie schon. Warte, kann ich mich daraus teleportieren? Ah, ich bin dumm. Da habe ich mich wieder weggebracht. Weg hier. Ah, Mensch. War mal nur ein bisschen neugierig. この虫、強そうだな。でふね、僕も大概長生きして負けど、こんなやつ初めて見たでふ。多分新種だと思う。そりゃすごいな。もし新種なら、発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめライフィセット大株とか。株と？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが、実は角富だ。新種の3つの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、 普通にハサミでいいだろ。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセット大クワガタ。ほら、こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ。どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者、カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。え？それはクワガタも同じだろうが。 愛禅、ろくろ。険悪な空気でふ。救い上げしかできないカブトの角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その太刀筋は変幻自在。まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。圧倒的なパワーで我が道を行く。それがカブトの生き様だ。でも一年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。 死ぬのはあえてだ。太く短く、カブトの美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。カブトでもクワガタでもチョウチョでもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんでふか。うん。クワブトカッコ仮にしておくよ。 Oh Gott, dass die sich um so etwas streiten, ey. Ist mir schon glatt eine Neuheit. Okay, es soll sogar wieder so ein Ereignis kommen gleich. Wie bist du zu deinem Kanal gekommen? Na, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube nicht, dass ich dir hier gerade richtig erzählen kann. Aber, ich sehe erstmal jetzt so mal die ganzen Videos, damit ich wieder auf eine anständige Konzentration komme. Sagen wir es aber mal ganz grob so. Moment, so. Dankeschön. Okay, so. Sagen wir es mal ganz grob so. Also, wo ich als kleiner Frischling das Internet entdeckt hatte, beziehungsweise YouTube und dieses Thema Let's Play noch eine ziemlich beliebte Sache war, war ich wirklich so ein bisschen fasziniert und dachte mir gerade, wie es sich anfühlen würde, sowas selber zu machen. Ich hatte noch so eine Phase gehabt, natürlich mit dem Bad Commentary Stil und der Bad Quality Videos meines Lebens. Und, ja, ich war natürlich bei meinen ersten Sachen natürlich zufrieden, aber musste dann feststellen, wie crap das eigentlich war. Diese Videos sind zwar noch vorhanden, nur auf privat. Und ich werde auch nicht zusehen, die wieder freizugeben. Damit hätten wir schon mal diese Sache geklärt. So. Ausgang, Ausgang, Ausgang. So, kommt noch ein Gesprächsereignis oder haben wir es jetzt hier fertig mit diesem Käfer? トウマの花、ラズベリーみたいないい匂いがする。どれどれ。うん、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いに釣られて口に入れたが最後、果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味。花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が
舌の上で猛烈に絡み合い発砲し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。マジかと以前アイフリードが言っていた。それ本当です。まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの？自家搾り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの？いえ、船に戻って海賊の皆と一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか？違います！信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。そうなのですか？意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか？船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。刺激精霊に飲ませれば効能だけ吸収できるのじゃ。精霊にとってサレトーマの味は？もちろん可愛さ余ってまずさ1万倍じゃ。エレノアや、タイマシでよかったの。僕が飲む？そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。なんじゃつまらん。Mensch, Magilu, hör auf damit! Ich mag es nicht, wenn du den Klotz spielen musst. Kann ich jetzt weg? Och, Alter, wie weit müssen wir denn noch gehen? Okay, nicht mehr so weit. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen umsonst aufgeregt. Ah, na gut, dann sind wir echt mal gespannt, was wir so alles für Gesprächseignisse im Laufe unserer Rückreise hier kriegen. Über die Saale Toma weißt du jetzt ein bisschen mehr Bescheid. Und dieser Hirsch-Nas-Käfer-Ding ist echt nur so ein Rätsel. Meine Güte. So, wir sind jetzt aber gleich. Na, Leno, der Heißere. Ich bin so dumm. 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 Ich bin so dumm.しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか？じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるの。早めに立ち去るのが正解ね。Indeed, kann ich jetzt raus? Ja, endlich! Sehr gut! Irgendetwas hält mich davon ab, die Flasche zu verwenden. Ja, was ist's denn? Na egal. Wann hält ihr? Wir kehren bald zurück und können unsere Reise fortsetzen. So, und nach wie vor sammeln sich wieder die ganzen Katzenseelen wieder zu uns zurück. Da, la, la. Und ich hätte trotzdem nichts dagegen, wenn eines Tages dieses hübsche Board-Feature zu uns kommt. Aber das wird uns wahrscheinlich noch sehr, 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 sehr lange entstehen. Ja, Genki Kai. Zabida. Toto, Genki no Aite wa mata Kombu da.デートに遅れるわけにはいかないんでな。それはアイフリードのものだ。なぜてめえが持ってる？拾ったんだよ、どっか。茶化すな喧嘩や。力ずくでも話させる。副長さんよ、あんたは殴られたら口割んのか？試されるのはてめえだ。話したけりゃ話す、殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意志だけだ。何を？
ちょいとアゴヒゲの可愛い子ちゃんを待たせてんだよ。終わったら語り合おうぜ、拳でな。立ち上がれ！アイゼン！みんなにサレトーマを渡さないと。お前に任せる。でも船へ急ぐわよ、ライフセット。Na, sieh mal einer an! Da hat wohl Savit das Artefakt bzw. die Schusswaffe, welches sogar schon in Tales of Zestiria eine wichtige Rolle gespielt hatte, benutzt. Dann gehört diese Waffe also Ifrit. Das muss ich mir unbedingt merken. So, putten wir wieder halt keine Gegner zusammen. Das ist belastend. Oh Gott. Okay, weg mit euch. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Und ich habe mich echt wieder gefreut, Savit wiederzusehen. Warum warst du so eine kurze Zeit? Aber Mensch, Eisen. Du darfst dich unnötig damit übertreiben. Ich weiß, dass wir noch irgendwann Savit richtig verkloppen werden. Auch wenn er eigentlich an sich ein super Typ ist. Und ja, bezogen auf die Methoden von Eisen. Ja, er hat wirklich seine Wege, andere Leute zum Reden bringen. Denkt nochmal an den einen Boy, der die Burg verteidigen wollte und seinen ersten Finger verlor. Oh Gott, ey. Zabida no tsukatte ta dōgu. Are nan dattan daro? Moto wa Ifrit no mochimono no yō deshita ne. Anna dōgu mo seirei jutsu mo mita koto ga nai wa. Betsu no dairiku kara Ifrit ga mochikaetta mono kamoshiren no. Betsu dairiku no gijutsu. アイゼンは大丈夫かな？あの精霊、なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。そもそもザビーダのやつ、溝の時といい、今回といい、何が目的なんだ？デートなんて憂さぶいていましたけど、相手はアゴヒゲの可愛い子ちゃんって。アイフリードと同じ。ベンウィックが言ってたんだ。アイフリードはアゴヒゲの人だって。そうか。樹林で聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊は奴を探している。ザビーダはそのことに気づいてる。その上でアイフリードの存在を匂わせてアイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな、こいつは。アイゼンが危ない？だとしても海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく船へ急ぐわよ。Ja, ich bin echt gespannt, ob wir diesen Ifrit bald auch persönlich treffen werden. Ich bin echt gespannt, wie der aussieht. Vielleicht erinnert der Typ mich ja sogar an jemanden, wenn es irgendeinen Charakter referenziert. Aber das und vieles mehr erfahren wir anscheinend bei McDonald's, ne? So, dann gehen wir zurück zu Vanetia und geben natürlich den ganzen Leuten ihre Medizin. Hallöchen. Da ist ein Stein. Oh, das sind Frösche. Oh, Kaeru ga iru. Umi no chikaku de mezurashii desu ne. Aha, ikku dekita zo. Renido ya. カエル飛び込む海のあった紛る？何ですかそれ。ふと心に浮かんだ紛るポエムじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビリぶりに思いを馳せてみたんじゃ。そうさっぱりわかりませんが。あ、また一つできたぞ。痩せガエル負けるの紛る。これにあり。紛るが痩せたカエルを応援したってこと？そう、カエルの賭けバトルで大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや、カエルにかけた金はビタ一文返ってはこんかったわ。それはある意味わびしいですね。あがつ、sieht aber niedlich aus, aber drei Frösche aufeinander gestapelt? Sieht lustig aus. Okay, dann geben wir denen jetzt die richtige Medizin. Und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, werden wir dann auch die Aufnahmesession ja auch beenden. Bitte nehmt mir das nicht übel, aber ich habe Kopfschmerzen und leg mich hin. Alles gut, alles gut. Die Aufnahmesession nimmt jetzt sowieso gleich sein Ende. Das bedeutet, den Schlaf hast du dir natürlich regelrecht verdient. Okay. So, dann geben wir denen noch die Medizin und dann wäre das Problem gelöst, denke ich mal. サレトーマの花、取ってきたわよ。助かったよ。
長は喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ、副長が危ねえんだ。精霊がザビーダを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも精霊に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルってタイマシが大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば清涼に戻れる。相手は特等対魔師よ。罠じゃなくても強敵よ。くそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい、俺たちが助けに行く。あなたたちが行ったところで叶いっこありませんよ。あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。え、仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。誰も行かないなんて言ってない。え、副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が。アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。分かった、こっちを任せてくれ。ほら、あんたも。まったく、海賊は理不尽ですね。理屈じゃなく守りたいものがあるのよ。理解に苦しみます。さて、肝心のアイゼンの行き先だが。樹林でタイマ氏が言ってたローライネって何なの。ウエストガンド領の北方にあるタイマ氏の訓練を行う塔です。ベンウィックの情報とも整合する。そこね。きっとタイマ氏がたくさんいる。アイゼン、そんじょそこらのタイマ氏にやられるようなやつじゃないさ。死神を相手にする方も気の毒じゃて。うん、追いかけて合流だね。うん、indeed. So, aber das werden wir natürlich in der nächsten Aufnahmesession machen, denn nachdem wir jetzt alle unsere Medizin hier verabreicht haben, werden wir jetzt Eisen suchen und vielleicht treffen wir dann sogar wirklich auf Alfred. Ich meine, irgendwie ist er scheinbar auch in Verbindung gezogen. So, dann beende ich die Aufnahmesession auch erstmal an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und die Leute, die sind natürlich auch im Stream dabei waren, ebenfalls. Und falls ja, könnt ihr mir eine Bewertung dalassen und in den Kommentaren schreiben, was ihr zu dem heutigen Part hattet. Oder zu den Folgen hinterher auch. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession, wenn wir uns auf der Suche nach Eisen machen. Und bis dann, ciao und bis zur nächsten Aufnahmesession. Adios, Machacharinos. Und ich habe das schon fast verkackt. Belastend.